Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir die Vorkämpfe in der Arena des Olymps bestritten, haben aufs Maul bekommen von Cloud aus Final Fantasy 7 und wurden von Kerberos gestört, der sich in den Kampf eingemischt hat und jetzt wahrscheinlich an Cloud und Hercules rumknabbert. Helfen wir den mal. Du wirst doch nicht in die Arena gehen, kleiner Wack. Klar. Das ist kein Spiel, das ist ernst gemacht. Da wird ernst gemacht. Ich habe keine Angst. Ich warte noch. Ich muss mal kurz gucken. Habe ich Items? Ja. Übrigens die Ausrüstung hier gewechselt. Ich habe jetzt hier nur die guten Sachen. Weil ich habe den Donald sowieso die guten Sachen gegeben. Der verreckt sowieso. Also ja. Lass mal das. Ich habe keine Angst. Du kannst dann entscheiden, ob ich ein Held bin oder nicht. Sei vorsichtig, Kleiner. Ach, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir sterben. Hi. Mal anfangs ausrüsten. Kid, I got two words of advice for you. Attack! Profi. So. Übrigens immer noch keine Ahnung, wie viel AP die Gegner haben. In mangelnder Analyse, also ja. Blitz! Ein absoluter Lieblingszauber. So, jetzt kann ich sowieso nichts machen, also mehr. So. Mit 3 kann man ja Befehle geben. Wenn man den Gegner nicht anvisiert hat und 3 drückt, dann kommen die Charaktere zu einem. Das weiß natürlich sehr gut. Dass sie dann mal aus der Reichweite während er mit diesem einen Angriff kommt. Wer hätte gedacht, Donald ist schon wieder kaputt. Komm doch mal her! So, einmal angreifen, ja. Ich meine, macht doch extrem viel Schaden. Ich glaube, Kerberos ist einer der stärksten Gegner noch am Anfang, deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Oh nein! Oh gut. Ach. Okay. Oh gut. Triff mich nicht. Ich wollte es nur mal erwähnen. Aber jetzt wird es ein bisschen nervig. Was ist das? Warte, mach das schon wieder. Mann. Okay, gut. Donald? Ja, ich hab's schon gesehen. Mann. Oh nein. Au. Schon wieder so ein riskanter HP-Bereich. Wenn ich nicht einschätzen kann, ob der nächste Schlag mich töten könnte, also lass mal einfach. Was ist das? Komm nicht an ihn vorbei. Oha. Und der macht das direkt nochmal. Okay, kannst du es auch aufhören, wenn du willst. Okay, dann macht wieder den hier. What? Und ein Tod. Ich fühle mich ein bisschen einsam, Leute. Ja, schaffen wir doch, oder? Ja, gelacht. Und... Okay. Wie hat Goofy das überlebt?
Mann! Das Bein direkt voll zerstört von dem Angriff. So, komm her. Den Angriff machst du auch mal wieder, danke. Einer. Jawohl. Ha! Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Jetzt den Kopf abtrennen mit zwei neuen Attacken. Nee, falsches Monster. 6 Minuten, okay. Inferno Wall erhalten. Hey, schön. Bis jetzt läuft's. Sind wir schon einmal Game Over gegangen? Nee, ne? Thus I do hereby dub the Junior Heroes and confer upon the full rights and privileges to participate in the games. Further. Hey, what do you mean, Junior Heroes? You rookies still don't understand what it takes to be a true hero. So, what does it take? Well, that's just something you'll have to find out for yourselves. Just the way that I did. No problem. We'll start by proving ourselves in the games. There ain't gonna be any games for a while. Gotta clean up the mess from that last battle first. Okay, we'll be back. Okay, sorry. Wir verpissen uns dabei. Schon dass wir alles kaputt gemacht haben. I still can't believe that Squirt actually beat Cerberus. Just between us, I'd already worn Cerberus down by the time the little guy jumped in. My lips are sealed. Ihr Pisser. Heldenlizenz halten. Ja. Okay. Direkt mal neue Dinge ausrüsten. Inferno Wall, mehr Abwehr, alle Feuer- und Dunkelschäden, minus 20, okay. AP brauche ich gerade nicht, also ja. Du kriegst das hier, obwohl ich glaube, Goofy braucht mehr AP, ne? Ja, du hast Goofy Tackle gelernt. Perfekt. Alles läuft nach Plan. Okay, dann. Hi, na? Was machst du da? Hey, are you all right? Yeah. So, why did you go along with him anyway? I'm looking for someone. Hades promised to help. I tried to exploit the power of darkness, but it backfired. I fell into darkness, and I couldn't find the light. You'll find it. I'm searching too. For your light? Don't lose sight of it. How about a rematch sometime? Fair and square, no dark powers involved. I think I'll pass. Sora perforieren erlernt. Ja. Das kostet aber 3 AP. So viel habe ich nicht. Okay, lass mal das erstmal. Dann verpieseln wir uns von ihr. War schön hier. He's strong. He's kind. He's always there for you. And he's handsome to boot. He's perfect. Perfect. Perfectly infuriating! He makes me crazy! Wait a minute. What are you worried about? All the pieces are in place. Relax. Whoa, 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 whoa. Here's what you do. Let Hercules train the kid. In the next games,
I'll take care of them both. Home. Who invited you to the party? Stay out of this. This is my show. As you wish. Fight to your heart's content. Okay, um ehrlich zu sein, er ist ein Gott und sie ist eine finstere Hexe. Was will die denen bitte schön vorschreiben? So, wir können jetzt hier hin. Wir könnten eigentlich auch hierhin und hierhin, aber das lassen wir alles mal. Wird schon alles rangiert, ja. Auf zur nächsten Welt! Ah, mir ist auch aufgefallen an Clouds Kleidung, dass irgendwie seine Kleidung irgendwie voll viele Anspielungen auf die anderen Charaktere hatte. Da bin ich mir nur ein. Er hat Cape von Vincent und ich glaube irgendwie hier diese Klauen auch. Ich glaube diese Metallstücke an seinem linken Arm haben Altibert an Barrett oder so gehabt. So Anspielungen. Okay, an Anspielungen an Duki und Aeris oder Sith. Machen irgendwie wenig Sinn, weil die sind auch im Spiel drin, ne? Und nur so nebenbei, vielleicht hat ja auch noch Zufall. Keine Ahnung. Ich muss nochmal sagen. Entschuldigung. Boah, ich brauche einen besseren Antrieb, ganz dringend. Hey. Ach, er kommt von da, okay. Entschuldigung. Ich werde zu ungeduldig, ja. Ah! Sonntagsfahrer. Ach, ist das noch schlecht. Ja, nur dann, weil ich so langsam fliege. Kann nicht beschleunigen. Man könnte theoretisch beschleunigen, aber ich weiß gar nicht, was man dafür braucht. Egal, ich hab's jedenfalls noch nicht, denke ich. Also macht euch nicht Gedanken darüber. Alter! Ding ist kaputt. Was hat der bitte schön? Oh nein, da kommt die Regel des Todes. Oh, einfach in der Mitte bleiben, geil. Ich hätte gedacht, dass das funktioniert. So, jetzt müssen wir eigentlich gleich da sein. Glaubst du, hier werden wir unseren König finden, Donald? Nein, glaub ich nicht. Was sollte er denn hier wollen? Weil schon, dass wir vor zwei Partien in einem Wunderland waren, ne? Das Land können wir uns sparen. Wäre bloß Zeitverschwendung. Wo sollen wir dann hinfliegen? Hallo? Moment mal, vielleicht sind aber Rico und Kairi hier. Ich will runter, Donald. Ich möchte nach ihnen suchen. Unsere Mission geht vor. Wir werden ein neues Ziel anfliegen. Wir haben kein neues Ziel. Ich will aber, dass wir hier landen. Kommt nicht in Frage. Landen. Weiterfliegen. Landen, habe ich gesagt. Ah, lass das, nimm meine Finger da weg. Ah, ja, Donald ist irgendwie gemein. Im ersten Kingdom Hearts fällt mir gerade so auf. Ah, okay. Okay, ich glaube, da hat jemand den Katapultknopf gedrückt im Gummijet. Oh mein Gott, ein normales Tier. Tut es mit Feuer. Gar nicht davon
ist das. Au, hoppa. Oha. Kannst du mal wenigstens so tun, als würde ich dich angreifen, hallo. Danke. Jetzt muss das. Sehr gut. Combo. Boah. Jetzt voll in die Ecke. Sehr gut. Tech Boost. Und MP. Geil. Sabor. Danger. Kamikaze move. Thank you. Thank you. What is this place? This place. Okay. Where did the others go? Look, I got separated from my friends. Have you seen them? Hmm? Friends. Friends. Right, my friends. There's two of them. The loud one is Donna. Uh-huh. Know what? Never mind. I'm looking for my friends, Riku and Kairi. Look for Riku. Friends. Right. Kairi. Friends. Ich hab's gefunden. Friends, here. Really? Huh? Wie meine Mutter. Friends, here. Not sure I understand, but show me. Take me to Riku and Kairi. Tarzan. Tarzan, go. And I'm Sora. Tarzan, go. Sora, go, go. Irgendwann war doch hier mit Tarzan, ne? Die haben nur die Rechte irgendwie an Tarzan verloren. Wie geht denn das überhaupt? Deep Jungle, verschollen im Dschungel. Also, ja. Wie kann man denn die Rechte an einen seiner eigenen Filme verlieren? Aber wie war das? Gosh, where are we? Da will ich mir nur ein. I sure hope Sora's okay. Gar nicht hin, verdammt. Ja. Okay. Okay, Leute mögen es hier echt überall runterzuspringen. Da. Tarzan hat sich unsere Gruppe angeschlossen. Geil. Komm mal her. Ja. Ja, damit. Meine Potions wieder aufstocken. Ja. Sanaconda, okay. Volltreffer plus. Frohnatur, Trotzkopf, ja. Lass mal das alles. Unser erster Gastcharakter, der deutlich stärker ist als wir. Warte mal, ich habe Tech Boost, glaube ich. Steigert die Tech-Punkte, die du durch Blocken. Geil. Das ist doch perfekt eigentlich. Ja, anstatt ihn da links hier zu folgen. Gehen wir erstmal. Ach nee, da kann man glaube ich. Ja. Statt ihn natürlich erstmal Lebensmühe zu folgen und darunter zu springen, machen wir jetzt wie normaler Menschen und klettern hier einfach auf dem Dachboden. Was? Hier ist nichts, ne?
Hat das irgendwas gemacht, wenn man hier runter springt? Ich glaube. Nein. Okay. Dann. Yeah. Und. Whoop. Und das bringt uns nichts. Dann da lang. Ich meine, ganz oben ist sogar noch irgendwas, was es sogar wert ist. Dass man so von Schatzruhen eigentlich nicht mal brauchen kann in dem Spiel. Und whoops. 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 Mops. Ah. Dann nicht. Ja. Die Welt könnte jetzt nicht so in ein oder zwei Parts erledigt sein. Das wird schon ganz klein bisschen länger dauern, habe ich so ein Gefühl. Ja, geht auch verdammt schnell irgendwie ein Projekt. Wie viele Part ist das jetzt? 8. Wir sind schon hier. Roteskette, ja, warte mal, Ausrüstung. Du hast nix. Geil. Ist auch stark genug, hallo. Warte mal, kann man von hier aus irgendwo. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, aber man kann es ja versuchen. Oh, nee, das schaffe ich nie im Leben. Okay. Hätten wir es geklärt. Eine Schatztruhe. Kling, kling. Mega Potion. Apropos. Ja, okay, das reicht so. Dann gehen wir erstmal hier weiter. So, wir nehmen den normalen Weg. Das springt euch da runter, wenn das kürzer ist eigentlich. So. Verweckte Blüte, ja, die kann man irgendwie mit Magie angreifen und ändern ihre Farbe. Was das bringt, weiß ich nicht. Glaube ich, weiß nicht, bringt gar nichts. Oh. Mit ranspringen kannst du dir eine Liane greifen und mit und top geht es weiter zum nächsten. Die Lianen reißen. Ach, die Lianen reißen, hält man sich zu lange fest, ja. Und hep, 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 Beam Pro. Das ist irgendwie so ein Minischwert, was man hier machen muss, ne? Tatsam bleibt einfach stehen. Und da Martinas. Ja, einfach ganz da unten. War voll den Umweg genommen, aber egal. Auch schon mal hier alles erkundet. Mega Potion. So, und da Martina noch mehr geil. Ich kann ja meinen Gym ins Tagebuch reinschauen und gucken, wie viel wir haben, aber lass mal erstmal. Nee, da kommen wir glaube ich noch nicht hin. Oder doch? Okay. Ich meinte, das ist eigentlich schaffbar. Meteor-Gummi. Doch, Mann. Also, das schafft man nicht. Okay. Ein Zeltlager dann. Oh, hier ist ein Triotech. Ach man. Dia 3 Alten. What? Okay. Oh, das ist noch eins. Dia 6 Alten. Dia 1 Alten. Die sind so beschissen geordnet. Der 5 Alpen. Der 2 Alpen. Schön. Der 4 Alpen. Haben alle? 6 Stück gibt's, ne? 2, 3, 4, 5, 6. Wo weiß er das? Ja, ich weiß das.
gehen wir mal da rein, das sieht sicher aus. Ich meine, irgendwie ist ja alles sicher. Wir sind noch keine Herzlosen aufgetaucht, also ja. Bestimmt eine sichere Welt hier. Jane. Tarzan. Oh, and who's this? Hi there. I'm... Oh, you speak English. So then, obviously you're not related to Tarzan. Ja, wir sehen jetzt verwechselt nicht. Highly doubtful. Zorro! Goofy! Donald! A circus of clowns. Not much use for hunting gorillas. Mr. Clayton, we're studying them, not hunting them. This is research. Well, the more the merrier. Do make yourselves at home. Well, anyway, I'm staying. Huh? Zorro, look what we found. Look at this. Was ist das? Ein Gummistollen, dasselbe Zeug, aus dem unser Schiff ist. Das bedeutet also, der König könnte er sein. Wir müssen uns zusammentun, wenn wir ihn finden wollen. Zumindest vorübergehend. Schön, du kannst mit mir kommen. Zumindest vorübergehend. So, wir haben draußen ein Ding gesehen. Ein Triotech. Also nehmen wir erstmal die beiden mit und looten das hier. Mithril erst. Und dann würde ich sagen, können wir den Part hier beenden. Gut, ne? Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und hoffentlich sieht man sich in der nächsten Folge. Tschüss!